In unserer Reihe Tierheim TV unterwegs in Niedersachsen sind wir heute ganz im Osten von Niedersachsen, um genau zu sein, im Landkreis Lüchow-Dannenberg bei der Tierhilfe Wendland. Neben mir sitzt die Heidi Konopatsch, das ist die Chefin von Alles hier. Heidi, ich begrüße dich ganz herzlich. Ihr seid ja ein relativ junger Tierschutzverein. Erzähl mal ein bisschen was davon. Ja, wir haben uns 2004 gegründet, weil es zu wenig Tierschutz hier im Landkreis Lüchow-Dannenberg gab und wir waren alles Neulinge. Ja, und mittlerweile haben wir hier, so traurig wie es ist, aber einen gut florierenden Tierschutzverein. Der auch sehr idyllisch gelegen ist, dennoch gibt es ja Unmengen an Ärger. Ja, wir haben im letzten Jahr zum zweiten Advent haben wir die Kündigung für diesen Hof bekommen. Den Hof, der ist extra 2005 für uns gekauft worden von einem Gründungsmitglied und wir haben gedacht, wir könnten hier wirklich einen Lebensabend verbringen mit den Tieren, die uns anvertraut werden, Fundtiere, Abgabetiere, bis für die ein neues Zuhause gesucht worden ist. Ja, Kündigung zum 30.06. Wir haben nicht die Möglichkeit, den Hof zu kaufen, weil wir haben nicht die 130.000 Euro, die der Eigentümer gerne haben möchte. Wir haben ein Gutachten im letzten Jahr erstellen lassen, dass der Hof nur 30.000 Euro noch Wert hat, weil die Gebäude alle dem Einsturz gefährdet sind. Und ja, und wir bekommen hier den Standort für ein Tierheim mit Hundehaltung auch nicht genehmigt. Es war ja so schlimm, dass du dich im Juni 2013 gesagt hast, ich gehe jetzt in Hungerstreik. Das wollen wir natürlich mal genau wissen. Das war ja auch recht medienwirksam, gerade hier im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Das hast du ja nicht einfach aus Spaß an der Freude gemacht, sondern da gab es auch eine Begründung für. Erzähl mal die Geschichte dazu und was sie überhaupt gebracht hat. Ja, das war so. Ich war diesen Samstagmorgen, als ich mich entschieden habe, in den Hungerstreik zu treten, da war ich psychisch so fertig, weil wir von keiner Seite Hilfe bekommen für unsere Situation. Wir sind von keiner Seite gehört worden. Wir haben so viele Menschen angeschrieben, so viele Firmen angeschrieben, Prominente angeschrieben, Politiker angeschrieben. Es ist, als ob das Wort Tierschutz teilweise aus dem Gedächtnis einfach verbannt ist, als ob da keiner was mit zu tun haben will und schon gar nicht mit solchen Problemen. Und da war ich diesen Morgen so frustriert und da habe ich aus dem Bauch raus entschieden, einfach in Hungerstreik zu treten, um gehört zu werden. Wir sind gehört worden, aber noch nicht so, dass wir für unsere Situation und für die Tiere hier eine Lösung gefunden haben. Es ist ja auch nicht nur das Grundstück, kommt ja auch noch dazu, dass du von dauernden finanziellen Problemen geplagt bist. Da gibt es auch eine Begründung für. Man glaubt es kaum, wenn man überlegt, dass der Landkreis Lüchow-Dannenberg nur 50.000 Einwohner hat, hast du eine Unmengen an Katzen. Ja, das ist das allergrößte Problem. Wir kastrieren ja wirklich seit 2004 und ich, seitdem ich hier im Landkreis bin, wenn irgendwo Tiere in Not waren, habe ich das auf die eigene Kappe genommen, eben die Kastrationen bezahlt. Und ich habe mal eine vorsichtige Schätzung angestellt, dass hier pro Einwohner 5 Katzen, auf jeden Einwohner 5 Katzen kommen, die zum größten Teil alle unkastriert sind. Und wenn man sich das überlegt, dass wir allein im letzten Jahr 616 Tiere kastriert haben, dann kann man sich das ganz gut vorstellen. Und das bezahlen wir alles aus Spendengeldern. Keinerlei Zuschüsse vom Landkreis Lüchow-Dannenberg? Nein, nichts. Kein Cent. Wir sind ja heute nicht ohne Grund hier. Zum einen wollen wir natürlich ein bisschen Werbung
hoffen, dass einige eurer Katzen vermittelt werden können. Da werden wir gleich wechseln, den Drehort. Dann wollen wir, glaube ich, zwei Hunde, zwei Sorgenkinder, die du gerne vermittelt haben möchtest. Ihr habt ja auch noch Ziegen. Wir fangen jetzt erstmal an und wechseln zu den Katzen. Umgarnt von 2, 4, 6, 7 Hunden geht es jetzt um Katzen. Bei uns im Tierschutzverein sind zurzeit rund 250 Katzen bei 500.000 Einwohnern, die die Stadt Hannover hat. Der gesamte Landkreis Lüchow-Dannenberg, wie schon vorhin erwähnt, hat 50.000 Einwohner. Und hier bei der Tierhilfe Wendland sind zurzeit knapp 200 Tiere. Katzen. Das ist so eine unglaublich hohe Zahl. Woran liegt das? Weil wir haben hier 80% Landwirtschaft. Bauern, viel Land, viel Felder und kaum kastrierte Tiere. Und die vermehren sich hier im Landkreis, ja, sehr stark. Du setzt dich ja auch mit der Tierhilfe Wendland vehement für eine Kastrationspflicht von freilaufenden Katzen ein. Ja, das ist hier ganz, ganz wichtig. Wir lassen also, im letzten Jahr waren es 616 Tiere, die wir hier haben kastrieren lassen. Und dieses Jahr sind wir schon bei 250. Das ist eigentlich ein Trauerspiel. Und es ist kein Ende in Sicht. Wir haben in den letzten 2 Wochen haben wir weit über 40 Tiere hier bekommen. Und ja, wir wissen nicht mehr, wohin damit. Ihr habt schöne Bereiche für die Katzen, aber es ist trotzdem zu viel. Es ist wirklich zu viel. Wir schaffen es auch nicht mehr. Dann kommt noch dazu, es ist nicht nur die Menge, ihr habt auch eine ganze Menge Katzen einer bestimmten Farbe. Schwarz und schwarz-weiß. Will keiner hier in Lüchow-Dannenberg schwarze oder schwarz-weiße Katzen haben? Wir hatten vor 2 Wochen, hatten wir das Tier der Woche drin und da habe ich einen anderen Aufruf gestartet, dass wir eben 80% von Schwarzen und Schwarz-Weißen haben, dass sie ganz schlecht zu vermitteln sind. Und aufgrund dieser Anzeige haben wir 5 Schwarz-Schwarz-Weiße vermittelt. Dennoch ist es natürlich zu viel und ihr seht es ja nun gerade schon die ganze Zeit an den Bildern. Bei den Katzen lohnt es sich unter Umständen mal von Hannover, aus der Nähe von Hannover, in den Landkreis Lüchow-Dannenberg zu fahren. Hier sind so viele Katzen und wenn ihr mal einen schönen Sonntag oder mal einen Samstag einfach hier mal anrufen, vorbeikommen, vielleicht findet ihr hier auch die passende Katze, die ihr sucht. So, und jetzt wechseln wir zum nächsten Standort. Ihr seid ja bei euch im Verein ganz stolz auf euer riesengroßes Gehege für Kleintiere. Gib uns mal Informationen. Ja, wir hatten hier eine uralte Miste, das Betonboden, da kann man sich nicht durchwühlen und wir haben nach einer Lösung gefunden, um das zu nutzen. Und das ist das Sommergehege von unseren Meerschweinchen und Hasen. Das war auch gar nicht teuer, ne? Nein, ein bisschen Mutterboden und hier diesen alten DDR-Stahlmatten und dann haben wir eben mit Holzspenden eben dieses kleine Dach übergebaut, ne, dass kein Greifvogel rein kann, eine Plane drüber gelegt, die war auch nicht teuer, dass die Tiere nicht wegschwimmen. Und hier von einer Baufirma gespendet bekommen. Und es gibt ja hier massenweise Gräben, hier wurde gebuddelt ohne Ende, ist aber sicher. Das ist hundertprozentig sicher, hier kommt kein Tier raus. Was ist hier momentan? Wie viele Tiere sind hier momentan drin? 8 Meerschweinchen und 4 Hasen. Viele Senioren. Sehr viele Senioren. Ja, im Grunde die Altersbrot kriegen, ne? Ja. Weiter geht's. Wie meistens, wenn wir mit Tierheim TV in anderen Tierheimen sind, kommt immer, können wir nicht den Hund vorstellen? Das sind so unsere Sorgenkinder. Und auch hier, genau, auch hier ist es so, Lissi ist bei dir auf dem Schoß, ich habe die Schnecke und Infos kriege ich von dir. Ja, Lissi und Schnecke sind beide zu vermitteln. Die sind jetzt seit April, Mitte des Jahres bei uns, kommen aus nicht ganz so guter Haltung. Man züchtet jetzt Chihuahuas und die 2 waren über. Und Lissi ist 10, Schnecke 9. Sind hier total aufgelebt, sind freundlich, sind ruhig und die werden aber nur zusammen vermittelt, weil die brauchen sich beide. Die sind absolut mit anderen Hunden
verträglich, ja, sogar mit Katzen verträglich. Alles kein Problem, laufen auch noch gerne, ne? Also grundsätzlich ein absolutes Traumpaar und man sieht es nun tatsächlich an den Bildern. Die sind auch noch sehr schmusig, das kommt auch noch dazu. Vor allem die Schnecke, die kriegt ja gar nicht genug. Die hat gerade irgendwie, die war ursprünglich mal ein bisschen üppiger von ihren, die hatte schon eine Diät hinter sich, ne? Sie hat knapp 5 Kilo abgenommen, weil Schnecke hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Sie bekommt jeden Tag eine halbe Tablette. Und dann muss man natürlich aufpassen, trotz allem, wenn es dann mal einen Pansenknochen gibt, dass das morgens beim Futter abgezogen wird. Ne? Denn das geht doch dann schneller drauf. Und Lissy hat einen gebrochenen Unterkiefer. Was da mal irgendwann in früher Vorzeit passiert ist, wissen wir nicht. Sie muss also total gemoostes Futter haben und ganz weiche Leckerlis. So wie so eine Art Katzenwürstchen in kleinen Brocken und dann ist sie so happy. Sie hat auch zugenommen. Als wir sie bekamen, konnte sie sich, weil sie kaum was gewogen hatte, gar nicht auf den Beinen halten. Aber es sind dennoch zwei, das kann man von ausgehen, es ist wirklich ein Pudel, hier ist ein Pudelmix, ne? Das muss man, total unkompliziert, aber grundsätzlich. Und wer Angst hat jetzt, die Tabletten sind teuer, ist es ja gar nicht. Jetzt steht wer am Tor, jetzt wird erstmal Remi Demi gemacht. Lissy und Schnecke, beide im Doppelpack. Infos gibt es natürlich nicht bei uns in Hannover, sondern bei der Tierhilfe Wendland e.V. unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Und was machst du hier? Du willst auch mal Hallo sagen. Heidi, du hast ja auch einige Nutztiere und du könntest dir auch vorstellen, die eine Ziege oder die andere unter Umständen auch zu vermitteln. Gibt eventuell Interessierten mal Informationen. Der Granus, unser Thüringer Waldziegenbock, der ist jetzt etwas über 2 Jahre bei uns. Der lag angekettet im Straßengraben, total unentdeckt, circa eine Woche. Er ist selbst kastriert worden, das war also alles infektiös, entzündet. Er hat natürlich dadurch Angst vor Menschen, lässt sich kaum anfassen. Und Sesam-Knäckebrot steht da drauf, kommt da schon ein bisschen an, also es dauert eine Zeit, ne? Aber er ist verträglich mit anderen Schafen, mit anderen Ziegen, er ist nicht bösartig, ne? Ich hatte zwar eine Anfrage von der Arche Wader und ich weiß nicht, wir kriegen ihn nicht. Er will nicht. Aber er wäre zur Vermittlung bereit? Er wäre zur Vermittlung bereit, ja. Sofern Interesse unter der unten eingeblendeten Telefonnummer der Tierhilfe Wendland e.V. gibt es weitere Informationen. Ihr habt ja bis vor kurzem eine zumindest bessere Personaldecke gehabt als heute. Gib uns da mal Informationen, warum eure Personaldecke jetzt eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden ist. Wir hatten damals für Festangestellte, die sind gefördert worden, weil das 1-Euro-Kräfte waren, die wir dann angestellt hatten. Vollzeitjob, 40-Stunden-Woche, die sind dann alle drei kurzer Zeit, also innerhalb kurzer Zeit durch Krankheit weggefallen, sind auch nicht wiedergekommen. Und 1-Euro-Kräfte haben wir nicht mehr und ja, und wir haben wirklich kein Geld, um großartig Mitarbeiter einzustellen. Nun waren wir ja heute da, du weißt ja, du musstest für uns ja nun auch da sein. Es waren ja schon einige da, aber es waren alles Ehrenamtliche, mehr oder weniger, ne? Es waren alles Ehrenamtliche, bis auf eine Mitarbeiterin, die auf 400-Euro-Basis eingestellt ist. Die aber, wie ich schon mitbekommen habe, eigentlich eine Vollzeitkraft ist. Mehr oder weniger, ja. Eigentlich ist das ja traurig. Nun weiß ich ja, dass bei euch eine große Tageszeitung eine Umfrage gestartet hat, dass der Landkreis Lüchow-Dannenberg 100.000 Euro für die Unterstützung von Tierheimen zur Verfügung stellen wird. Da gibt es ja auch schon Ergebnisse. Wie sieht das Ergebnis aus? Es liegt bei 39%, reicht aus. Ich glaube 29% sagen, das ist zu wenig und ich glaube 32% habe ich jetzt gelesen, sagen, das ist zu viel. Und ich finde 100.000 Euro für ein Tierheim sind definitiv zu wenig, weil man die Gehälter einrechnen muss. Man muss die Langzeitinsassen rechnen und wir haben ja keine Hunde oder jedenfalls nicht die Abgabehunde oder die Hunde aus Beschlagnahmung. Und da haben wir auch gar keine Kostenrechnung. Was kostet das? Wie viel Tierpfleger brauchen wir dafür? Deswegen können wir diese Rechnung überhaupt nicht aufstellen,
ob das ausreicht. Da ist ja noch kein Futter drin, kein Tierarzt, kein Hundetrainer. Also da kommt einiges zusammen. Und kann ich dir natürlich den Trost geben, dass Tierheim TV eine Fee hat, die auch den ein oder anderen Wunsch erfüllt. Hättest du in deiner Arbeit im Tierschutz drei Wünsche? Heidi, bin sehr gespannt. Oh. Wenn das so einfach wäre, dass man die Wünsche wirklich erfüllt bekommt. Ja, wir wünschen uns alle hier aus vollstem Herzen, dass wir ein Zuhause bekommen, wo wir mit unseren Tieren bleiben können, dass die finanzielle Seite abgesichert ist und ja, eigentlich ein Goldesel, wo laufend was nachkommt, dass wir alles weiterhin so finanzieren können und nicht abends oder nachts schlaflos liegen und überlegen, wo am nächsten Tag wieder das Geld herkommt. Dann werde ich unsere Fee mal anweisen, dass der Landkreis Lüchow-Dannenberg engagierte Tierschutzarbeit auch tatsächlich zu schätzen weiß. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Könnte doch klappen unter Umständen, oder? Das wäre super. Heidi, ich danke dir für einen schönen Tag bei der Tierhilfe Wendland e.V. Infos zur Tierhilfe Wendland e.V. findet ihr unter der unten eingeblendeten Adresse. Die haben auch eine schöne Webpräsenz. Das war's mal wieder in unserer Reihe Tierheim TV unterwegs in Niedersachsen. Heidi, dir danke ich noch einmal. Ich danke euch, dass ihr da wart. Und die Reihe Tierheim TV unterwegs in Niedersachsen wird natürlich fortgeführt. Bis denn. Tschüss. Tschüss.